Wie nenne ich Plinfa? Wie nenne ich Plinfa? Ich weiß wirklich nicht, wie ich Plinfa nennen soll. War das mit Doppel-K? Moment, das muss ich nachgucken. Ja, mit Doppel-K. Gut. Ich weiß, er kann keine Wasserattacken, aber trotzdem. Also, kein Wasserbändigen. Und ja, ich nehme jetzt jemanden aus Herr der Elemente, Avatar. Ganz einfach, weil ich Sokka mag. Ich weiß, Sokka wäre eigentlich viel besser für... Sokka ist gut für ein Dragosso. Sokka ist perfekt für ein Dragosso. Also für Dragosso und Knogger wegen Knochenmarang. Da habe ich es mir gerade selbst verschossen. Okay. Ich nenne dich jetzt nicht Frank. Oder so, das wäre zu strange. Wie nenne ich dich denn? Dieter. Nein. Nein. Günther? Machen wir Günther. Günther mit TH oder mit ER nur? Tatsache mit TH. Das ist ein Ding. Ich habe meinen Plinfa jetzt Günther genannt. Okay. Dein Freund Jochen hat mir erzählt, was sich vorhin am See zugetragen hat. Dafür, dass es dein allererster Kampf war, solltest du dich sehr gut geschlagen haben. So spüre ich deutlich das Band, das zwischen dir und diesem Pokémon besteht, auch wenn es noch nicht gefestigt ist. Deshalb möchte ich dir das Plinfa anvertrauen. Mann, bin ich erleichtert, dass du so nett zu Pokémon bist. Wenn dem nicht so wäre, nein, das würde ich mir gar nicht erst vorstellen. What the fuck, wie schicken sie einen Kampf? Das ist der einzige Zweck, wofür wir es benutzen. Was ist daran freundlich? Kommen wir jetzt aber zum meinem eigentlichen Thema. Ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Mein Name lautet Albe. Ich habe mein Leben der Pokémon-Forschung gewidmet. Zunächst bräuchte ich Gewissheit darüber, welche Pokémon-Arten hier in Sinnoh leben. Zu diesem Zweck müssen mithilfe des Pokédex Daten gesammelt werden. Im Pokédex sind eigentlich schon alle Daten drin, trotzdem bekommen wir einen leeren Pokédex und das ist... Ich glaube, mein VC... Ja. Yay, mein Avatar hat sich aufgehangen. Hier kommst du ins Spiel. Ich möchte dir diesen Pokédex geben, damit du für Daten in Sinnoh sammeln kannst. Ja, mein Avatar hat sich aufgehangen. What the fuck? Bist du damit einverstanden? Ja. Die Antwort gefällt mir. Du hältst den Pokédex. So. Mein Avatar funktioniert wieder. Yay! Ich liebe es einfach ein bisschen noch mit den Avatar-Emotionen rumzuspielen. Aber was so... Ja, es zeichnet die Daten der Pokémon auf. Jeden Winkel zum Durchforsten und alle Pokémon-Arten dieser Region aufzuspüren. Ja, nee. Lucius hat auch ein. Sag mal, als du zusammen mit deinem Pokémon auf Route 200 warst, hast du dich da gefühlt? Ich für meinen Teil habe zwar bereits 60 Jahre auf dem Buckel, doch in der Nähe von Pokémon bekomme ich immer noch Herzklopfen. Das solltest du vielleicht untersuchen lassen. Es gibt unzählige Pokémon auf dieser Welt, musst du wissen. Das bedeutet auch, dass unzählige aufregende Momente auf dich warten. Doch nun ist es Zeit zum Aufbruch. Los, Lexi. Dies ist der Beginn eines großen Abenteuers. Groß! Ich helfe dem Professor übrigens ebenfalls dabei, die Seiten des Pokédex zu finden. Im Anime ist er gefüllt. Im Anime ist er gefüllt. Warum ist er hier nicht gefüllt in den Spielen? Ah.
Ich werde dir später auch noch das eine oder andere erklären. Dann erklär mal. Ich gehe erstmal nach Hause. Ich will mir... Folge mir bitte! Dieses Gebäude mit dem roten Dach ist ein Pokémon-Center. Wer hätte das gedacht? Dacht? Kannst du Pokémon heilen lassen, die im Kampf verletzt sind? Morgen. Die meisten Ortschaften verfügen über so ein Pokémon-Center. Ein Pokémon-Markt, Oma kann rennen. Bei diesem Gebäude mit dem blauen Dach handelt es sich um einen Pokémon-Supermarkt. Dort kannst du allerlei Items kaufen und verkaufen. Als frischgebackener Trainer wirst du hier noch nicht allzu viel kaufen können, aber lass dich davon nicht entmutigen. Ach, da fällt mir ein. Vergiss nicht, zu Hause Bescheid zu geben, dass du Professor Albert bei der Erstellung des Pokédex helfen wirst. Oh nein, ich habe vergessen, meiner Mutter Bescheid zu geben. Du wirst immer ziemlich weit reisen, da solltest du nicht einfach wortlos verschwinden. Lass aber vorher noch dein Pokémon im Pokémon-Center heilen. So reißt es sich nämlich um einiges sicherer. Aber jetzt muss ich los. Mach's gut. Nein, ich lasse mein Pokémon einfach im Kampf besiegen, dann bin ich eh wieder zu Hause. Das Ganze vom Avatar hat gerade so gepasst. Ah, cool. Verkaufst du? Ja, du verkaufst, okay. Ich nehme gleich 10 Stück mit. So. Auf geht's. Gott, diese Tür. Es wird mir so auf den Keks gehen, das sag ich jetzt schon. Hallo Route 201. Gib mir ein Pokémon. Die VM, Bitch. Lock. Jetzt ein Pokéball. Auch heul nicht. Ich fange dich doch gleich. Hui. Blüpp, blüpp, blüpp. Blick. Warum dauert das so lange? Das dauert doch in den anderen Linien nicht so lange, oder? Level up! Aquaknarre. Ich muss mal die Textschnelligkeit erhöhen. Bidiza hat Nerven wie Drahtseile und lässt sich durch nichts erschüttern. Es ist agiler, als es erscheint. Nein, scheiße! Ah! Das ist die Gewohnheit. Das ist einfach nur die Gewohnheit. Tut mir leid. Ich werde dich bestimmt irgendwo benennen können. Blindfahr! Staralili und Bidiza. Okay. Einstellungen. Texttempo 3. Textfenster. Okay. Oh, das nervt. An dem macht's. Animation, Kampfstil, T-Mox, manuell. Okay. Okay, das ist cool. Bewegungssteuerung, automatisch speichern. Musik, Soundeffekte, Pokémon-Rufe. Okay, das. Änderungen vornehmen. Deine Einstellungen wurden geändert. Dankeschön. Hui. Okay. Na komm, geh rein. Willkommen zurück, Lexi. Geht es dir und deinem Pokémon gut? Ruh dich doch ein wenig aus. Pokémon Center. Was gibt es, Lexi? Donnerwetter. Professor Albert hat dir so eine wichtige Aufgabe anvertraut. Dann mal viel Erfolg, mein Schatz. Ich unterstütze dich natürlich, wo ich kann. Warum klang das jetzt so falsch? Oh, richtig. Ich habe da jetzt für dich was du sicher gut gebrauchen kannst, Lexi.
Jetzt die Abenteuernotizen. In der Basis-Item-Tasche. Wenn dich auf deinem Abenteuer etwas stutzig macht oder dir unverständlich erscheint, dann sieh in deinen Abenteuernotizen nach. Dort solltest du fündig werden. Wie ich dich um deine Abenteuerreise beneide. Zudem hast du immer deinen Pokémon zur Seite und musst dich nie einsam fühlen. Ach, wie gern würde ich mit dir tauschen. Kann ich nicht einfach mitkommen? Ha, keine Sorge. Ich mache Spaß, Lexi. Wirklich. Ich hätte nichts dagegen, wenn sie mitkommt. Na gut. Bisschen zurücklehnen. Der Avatar macht mit. Eigentlich solltest du von alleine zurückdriften. Dann freue ich mich natürlich auch darüber. Doch schau ab und zu mal zu Hause vorbei. Schließlich möchte ich ja auch all deine neuen Pokémon-Freunde kennenlernen. Abenteuernotizen. Ja, hi. Entschuldigt die Störung, aber steckt meine Kleine auch in zufällig hier. Sorry, aber ich feier das. Oh nein, tut mir leid. Verstehe, dann ist er schon aufgebrochen. Was mache ich denn jetzt nur? Er rief nur, dass er auf ein Abenteuer gehen würde und weg war er. Dieser Junge ist so stur und waghalsig. Ich wollte ihm zumindest das hier mit auf den Weg geben. Kein Grund zur Sorge, Lexi bringt ihm das sicher gerne. Warum muss ich jetzt... Das machst du doch nicht, Alexi. Oh, wirklich? Das würdest du für mich tun? Vielen Dank. Dann gib Jochen bitte das hier von mir. Schön. Schön, schön, schön. Zwilling. Kenne ist ja bereit. Ist ja bestimmt direkt nach Jubelstadt gegangen. Vielen Dank nochmals. Dann muss ich dahin. Oh Gott. Darf ich jetzt? Ja. Warte mal, Lexi. Du hast etwas Wichtiges vergessen. Bitte! Ernsthaft? Item My Cryot Sound? Ich wusste doch, dass dir diese Mütze gut stehen würde. Also dann, mach's gut. Ich hoffe wirklich, ich kann noch mein Outfit ändern und alles. Ich hab den Trainerpass. Hi. Okay. Oh, den habe ich natürlich nicht. Das ist cool. Weiter. Das ging schnell. Staralili. Könnte das jetzt knapp sein? Ah. Ich versuche nach Möglichkeit keine Meme-Namen zu machen, aber trotzdem, das ist einfach herrlich. Pokéball. 1, 2, 3. Es ist drin. Wir haben einen Staralili. Für Staralili wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Staralili sieht den großen Schwärme unterwegs. Trotz ihrer kleinen Statur schlagen sie äußerst kraftvoll mit den Flügeln. Random, Standard, Pokémon. Flug. Möchtest du dem Staralili einen Spitznamen geben? Ja, es ist männlich. Also es ist Dieter. Nein, nicht Dieter. Ich sollte was trinken, aber ich habe hier nichts zu trinken stehen. Mano. Jo. The Boy. Machen wir mal.
Mal war das B noch groß. The Boy. The Boy wurde dann beim Team. Ah, schön drauf. Hi, nochmal. Yep, okay. Ein starrer Lilly wild erscheint. Los, Günther. Okay. Aquaknarre. Platsch. Oh, das hat Schaden gemacht. Aquaknarre. Starrer Lilly wild wurde besiegt. Ich gratuliere dir. Ich muss dich bitte unbedingt umbenennen. Warte mal. Das macht mich sonst nur kirre. Ich kann so nicht wechseln, was? Ich muss so wechseln, okay. Na gut, dann muss ich halt so wechseln. Ist auch okay. Hi, lass mich heilen. Bitte Bären, bald wieder. Und dein PC dort mit dem modischen Design deine Pokémon im Packers verziehen. Natürlich benutzen. Hallo? Okay. Das ist der lokale Club. Dort kannst du jede Menge Spaß mit deinen Freunden haben. Okay. Was bist du? Warum? Was baut ihr hier? Ich sag jetzt schon, das geht mir so auf den Keks. Hi, Lucio. Lucio ist okay. Oh, stimmt, ich habe dir noch gar nicht gezeigt, wie man Pokémon fängt. Ich fange jetzt einfach mal eins und du siehst mir dabei genau zu, einverstanden? Lucio war einer aus Overwatch. Dann fang mal einen Bizza. Wenn das jetzt shiny gewesen wäre, das wär's. Los, Fanflammen! Er benutzt Kratzer. Elisa benutzt Tackle. Huch, mein Hund benutzt Brüller. Ja, jetzt Knurrer. Okay. Was los, mein Hübscher? Was los, mein Hübscher? Komm mal her. Ja, komm mal her. Ja, komm mal her. Ups. Jetzt mit tatkräftiger Unterstützung von Hund. Namens Damien. Hey, das war nicht von schlechten Eltern, was? Eigentlich sollte man dem Pokémon aber noch mehr KP abziehen, als ich es getan habe. Es ist wichtig, die KP eines Pokémon so weit wie möglich zu verringern. Ein kerngesundes Pokémon lässt sich nämlich nur sehr schwer fangen. Oh, und wenn du ein Pokémon mit einer Attacke zum Beispiel im Schlaf versetzt, ist es noch einfacher zu fangen. Nun denn, hier als kleine Starthilfe schenke ich dir noch ein paar Pokébälle. Du hältst Pokébälle! Yay! Du verstaust die Pokébälle in der Pokéballtasche. Wenn du mit vielen Pokémon unterwegs bist, kannst du weitere Strecken reisen. Dadurch begegnest du natürlich auch mehr Pokémon. Also dann, man sieht sich. Okay, dann weiter. Hi. Nee. Trainer, Trainer, kämpfen. Au. Hörst du auf? Ein Knirps. Hallo, Knirps. Wird er nicht eigentlich Thema Rakut? Oh, es ist schneller als wir.